Was geht? Willkommen zu diesem neuen Video, meine Freunde. Ich habe mal wieder ein paar Gedanken gemacht und dachte mir, es wäre doch eigentlich mal geil, wenn wir nochmal ein Video aus dem amerikanischen Raum 1:1 übernehmen. Jeden das seine. Und genau das machen wir heute. Wir spielen nämlich heute, wenn ich sterbe in einem Spiel, muss ich es deinstallieren. Es sind eine Menge Spiele dabei, die ich mag. Zum Beispiel Minecraft, Fortnite, PUBG oder der Surgeon Simulator. Aber auch Spiele, von denen ich noch nie gehört habe, wie unter anderem Pound, Cockroach und The Running Man. Keine Ahnung, Digga. Ich weiß es nicht. Tobi hat mir ein paar Spiele installiert. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, meine Freunde. Und ich habe immer alles auf Desktop-Aufnahme, damit ihr auch seht, dass ich das Spiel tatsächlich deinstalliere. Weil ich gerade auch ehrlich bin und keine Ahnung habe, wie man Minecraft... Ich ziehe es einfach in den Papierkorb, ich weiß es nicht. Richtig. Ich würde sagen, meine Freunde, wir fangen direkt an mit dem ersten Ding. Und zwar haben wir hier eine Wenn-ich-sterbe-Welt von Tobi. Und ich würde sagen, Gummo, sag ich mal, von dir aus ist dein Weg mit Barriers, schaff es rüber. Okay, gut. Also, all in all, ist das jetzt nicht so schwer, oder? Ja, ja, ja. Komm schon. Komm schon, Baby. Komm schon. Und jetzt an die Leiter. Alles klar, Digga. Das war's dann an der Stelle mit Minecraft, meine Freunde. Und wir deinstallieren Minecraft. Minecraft, löschen. Keine Ahnung. Ich weiß, dass es nicht wirklich deinstalliert. Ihr gettet den Vibe. Ihr gettet den Vibe, oder? Spielen wir als nächstes direkt eine Runde Counter-Strike, meine Freunde. Das sollte für mich eigentlich kein Problem sein. Counter-Strike bin ich ein extrem guter Spieler drin gewesen. Habe immer extrem gut performt, meine Freunde. Von daher sollte es für mich eigentlich ein leichtes sein, hier in Counter-Strike auf jeden Fall die ein oder andere Runde zu überleben. Ohne, dass ich das Spiel, was ich lange, lange gespielt habe, ich glaube über... Wie viele Spielstunden? 723 Spielstunden. Wie konnte ich so schlecht in Counter-Strike sein, wenn ich 723 Spielstunden habe? Naja, über 723 Spielstunden auf jeden Fall habe ich dieses Game gegrindet. Es wäre echt schade, wenn ich es jetzt löschen müsste tatsächlich. Ganz ehrlich, Leute, Counter-Strike auf jeden Fall ein Game, was ich echt sehr, sehr gerne gespielt habe früher. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den einen oder anderen Stream von mir. Go this bitch. Okay, wir spielen als T. Man kann es unsere Mates zu. Es steht 2:1 und ich denke mal... Okay, widmen wir uns dem nächsten Spiel, meine Freunde. Bus Simulator 2018. Das sollte für mich eigentlich kein Problem sein. Das Spiel habe ich schon des Öfteren gespielt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein extrem starker und guter Spieler drin. Alle bitte rein. Och nein, 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 nein. Einzel, Standard, drucken. Einzel, Student, 2 drucken. Wechselgeld, 1. Wollen Sie auch eine Fahrkarte? Nein? Können wir weiterfahren? Ja, gut, die Türen gehen... Ja, scheiße, Mann, ich... Oh Gott, Digga. Leute, ich mache mich extrem gut in diesem Game. Ich mache mich wirklich sehr gut in dem Game. Die Seitenspiegel ermöglichen mir rundum Sicht um alles. Achtung, Ölfleck, den weichen wir natürlich aus. Damn, ich bin ein echt guter Busfahrer. Ich habe sogar schon mal darüber nachgedacht, einfach Busfahrer zu werden. Wisst ihr? Ich glaube, ich wäre so jemand, der die ganzen Leute zulabern würde im Bus und so. Und actually habe ich gerade den Fahrstreifen verlassen. Okay, hier hat jemand halten gedrückt. Das kriegen wir doch hin. Astra Promenade. Ein Rad hat den Randstein berührt. Ja gut, das ist kein Unfall. Das ist wirklich kein Unfall. Also bitte. Okay, das freut mich sehr für dich. Dumme Sau, Alter. Einzel. Senior. Was denn? Ach, scheiße. Tag. Wir haben wieder ordentlich Mula gemacht. Mein Gott, ist der Beruf eines Busfahrers stressig, Alter. Wirklich, da hat man selber keinen Bock mehr drauf. Das war's an der Stelle dann auch mit dem Bus-Simulator. Mach's gut. Ich habe extrem viel Spaß gehabt mit dir, Spiel. Machen wir weiter mit dem Surgeon Simulator. Ganz ehrlich, meine Freunde, da kann ich nur rasieren. Da kann ich nur rasieren. Surgeon Simulator, Leute operieren und so weiter und so fort. Ich bin ehrlich, Leute. Ich bin ehrlich. Ich bin ein extrem begabter Spieler. Warum ist das hier so? Leute, Surgeon Simulator, waren wir auch extrem erfolgreich. Der Surgeon Simulator, da waren wir auch extrem erfolgreich drin. Ich würde sagen, meine Freunde, echt ein tolles Spiel. Es hat wirklich eine Menge Spaß gemacht. Wow, der Surgeon Simulator, so ein cooles Spiel. Ich meine, gut, alles klar. PUBG. PUBG habe ich wirklich lange nicht mehr gespielt, meine Freunde. Und ganz ehrlich, normalerweise müsste ich als Ego-Shooter-Spieler extrem gut sein. Tobi, du hast PUBG nicht ins... The Running Man. Die Running Man, meine Freunde. Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, aber ganz ehrlich, so schwer wird das schon nicht sein. Ah ja, Play. Okay, und wir spielen einfach das Level 0-0. Alles klar. Okay. Ja. Ja, komm schon. Ja. Digga, die Steuerung ist absolut scheiße. Okay, das haben wir gut hinbekommen. Ja, komm schon, Running Man. Ja. Ja. Yay, Level 1. Juhu. Running Man, das ist ein extrem geiles Spiel. Was ist das hier? Wenn ich das berühre, sterbe ich. Was zum... Donation. Ich will nicht... Ich will...
Beende dich! Was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein... Wie viel hat das gekostet, Tobi? Wie viel hast du für dieses Müllspiel ausgegeben? Es hat nichts gekostet, Ulari. Du hast es mit... Deinstallieren. Das war's an der Stelle mit Running Man. Spielen wir weiter ein anderes Spiel. Ich meine, es gibt auch noch andere coole Games. Zum Beispiel den Cockroach Simulator, meine Freunde. Ganz ehrlich, Cockroach Simulator, auch ein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, macht extrem viel Spaß. Und da kann man wirklich eine gute Zeit auch zusammen haben. Und wir spielen die Kakerlake und dann kriegen wir das schon hin. Ich meine, ganz ehrlich, Leute, so schwer wird das nicht. Wie viele Spieler spielen das in Asien? Also in der EU spielen das gerade 14 Leute. Das Spiel wird von 14 Leuten gespielt. Wie lang soll ich jetzt warten, bis ich das Spiel spielen 14 Leute? Alles klar, gut. Dann lassen wir das auch und löschen dieses Spiel einfach auch von meinem Computer. Ist egal, spielen wir ein anständiges Game. Spielen wir ein Game, was wir alle lieben und kennen, und zwar Valorant, meine Freunde. Ganz ehrlich, Valorant wirklich auch ein sehr stabiles Spiel. Da kann man sich echt nicht beschweren. Wisst ihr, bei Valorant damals schon die ein oder anderen guten Frag rausgeholt und immer wieder echt overperformed. Valorant schon immer war ein Game gewesen, wo ich wirklich extrem gut... Valorant hat ein Update. 20 Minuten später. Wir gehen sofort rein, spielen Spike und Sturm. Ich bin immer noch nicht gewertet bei Valorant und habe noch keinen Rank. Match gefunden. Und ganz ehrlich, meine Freunde, jetzt werdet ihr Performance sehen, wie ihr noch nie Performance gesehen habt. Let's go, der Hase. Okay, wir locken wieder Omen als Champion ein. Hello, Team! So, that's just that you guys know. If I die, I uninstall my game. Okay, I quit the game. So please cover me that I don't die, okay? Because I really like this game. Mein Team steht hinter mir, meine Freunde. Es kann einfach nur gut werden. Let's go, der Hase. Mal schauen, wie viele Runden wir schaffen, ohne dass wir sterben. Auf geht's, Daddy. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Okay, wir sind Mitte, Leute. Wir sind Mitte. Wir müssen helfen. Okay, Schaden bekommen darf ich. Ich darf nur nicht sterben. Deckung unterwegs. Oh, da sind noch mehr. Spike platziert. Oh, oh. Ein Gegner übrig. Ja! Ja! Ohne zu sterben! Let's go! I made it, guys, without dying! I'm so f***ing right now! Another one! Another one! Okay, Leute, Stinger. Geile Waffe. Für den Kampf. Perfekt. Warum sagt der Typ eigentlich die ganze Zeit good for you? Er freut sich einfach nur für mich, nehme ich an. Coming A, der Coming B, der Coming B. Who the best player? Who the best player? Who the best player is me? Oh yeah, baby! Nice, I did it again without dying! Ich weiß nicht, was der die ganze Zeit sagt, aber ich bin extrem glücklich. Oh ja, Leute, ganz ehrlich, Valorant ist einfach mein Game. Ich meine, ich habe zwar erst einen Kill, aber wir müssen halt ein bisschen passiv spielen, ne? Sonst muss ich das löschen. Und to be honest, ich würde dieses Game ungern löschen. Komm schon, wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Leute, das sieht danach aus, als würden wir noch eine Runde Spike Rush spielen, weil ich extrem gut bin. Wisst ihr, eine Sache muss ich einfach lassen. Valorant. Nein! Wie konnte ich das verkacken? Wie konnte ich das verkacken? Nicht Valorant. Nicht Valorant. Okay, dann spielen wir halt einfach eine Runde Pounch. Pounch, das hat Tobi mir geschickt. Empty Boulder up. Was ist das? Was ist das für... Okay, das heißt, ich nehme die Steine und schmeiß die auf... Was ist das für ein Was ist das für ein dämliches Game? Nimm den Stein auf! Was zum... Bro, what the fuck? War ich eben schon... Ich glaube, ich war eben schon tot. Ganz ehrlich, Leute. Ja, scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf. Gut, Leute. War gamingmäßig wieder ziemlich stark von mir. Kann man nicht anders sagen. Ich habe in allen Spielen wirklich extrem gut performt. Wird auf jeden Fall gut und geil, die alle wieder neu zu installieren. Das war's von diesem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Danke an Parashocks für die Idee und tschüss.